Eistrocka, schön, dass ihr wieder am Start seid, denn es gibt eine Kleinigkeit, auf das ich gerne mit euch zusammen eingehen wollen würde, und zwar in der Sammlung bei den exotischen Waffenornamenten unten bei den Raketenwerfer gibt es ein unbekanntes Ornament. Nun gibt es halt eben für mein Verständnis tatsächlich zwei Möglichkeiten, was sich hinter diesem unbekannten Waffenornament verstecken könnte. Möglichkeit Nummer 1, und das ist eher so eine Pillow-Möglichkeit, ist einfach die Tatsache, dass es irgendwann noch in dieser Season möglicherweise ein Raketenwerfer-Ornament geben wird für irgendeinen Raketenwerfer XY, der schon in unserer Sammlung oder der zumindest schon im Spiel existiert. Möglichkeit Nummer 2, welche mir persönlich am allerbesten gefällt, ist einfach die kleine Spekulation, gibt es eventuell ein weiteres neues Exotic, was uns in dieser Season noch erwarten könnte. Man kennt es ja halt eben von Seiten Bungie, dass hier und da immer mal ein Fehler gemacht wird, hier was veröffentlicht wird, was eigentlich nicht veröffentlicht werden sollte, was gezeigt wird, was eigentlich noch versteckt sein sollte und so weiter und so fort. Weit hergeholt tatsächlich, dennoch mag ich es mit dem Gedanken zu spielen, und nun würde ich mich halt eben freuen, wenn ihr in den Kommentaren auch mal mit dem ein oder anderen Gedanken jongliert, was sich hinter dem Ornament verstecken könnte. Was meint ihr? Wird es einfach tatsächlich nur so ein Billo-Ornament werden für ja, einen Raketenwerfer, den wir schon haben? Natürlich gegebenenfalls am besten für Drachenatem. Oder versteckt sich tatsächlich hinter dem unbekannten Ornament ein weiteres Exotic, was für Season of the Wish noch ja, zu farmen, entdecken oder whatever gibt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache so haltet. Das war's auch schon wieder von meiner Seite. Tobt euch in den Kommentaren aus und wir sehen uns im nächsten Video nochmal. Haut rein, bis in Bälde, euer Amidre. Tschüss.